Hola, hi und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Heute bin ich im The Beam Studio und für alle, die mich auf Instagram in den letzten Monaten und Wochen ein bisschen verfolgt haben, die wissen, dass ich dieses Studio liebe. Ich weiß schon gar nicht, wo ich mich hinstellen soll. Jeder Ort ist... Es ist einfach so schön hier. Kleiner Sneak Peek zu meinem heutigen Set. Und auch das Studio an sich ist wirklich... Ich bin verliebt. Ich kann es gar nicht oft genug sagen. Ich bin heute alleine im Studio. Ich mache auch nicht so krass Action jetzt heute. Aber ich wollte es mir nicht nehmen lassen, nochmal bevor ich fliege, hierher zu kommen. Und auch ein bisschen so die Zeit aufnehmen, bevor ich dann nach Australien fliege. Was ich alles noch so mache und wie das so für mich sein wird. Gestern habe ich nicht viel gevloggt, als ich bei meiner Freundin zu Hause war. Ja, weil das ist immer blöd, dann die Kamera rauszuholen. Wir haben uns schon so lange nicht mehr gesehen. Wir hatten so viel zu reden und uns zu erzählen. Und genau, dann wollte ich nicht die Kamera rausholen und filmen und so. Ja, aber es war sehr schön. Hier ist mein Koffer. Ich habe wirklich nicht viel diesmal mitgenommen. Und da sind auch noch Sachen dabei für die Übernachtung. Da sind Schuhe noch, die ich abfilmen werde. Genau. Und ich mache mich jetzt fertig und dann geht es los. Ich habe hier auch voll süß Wasser bekommen und wenn man hier das bucht, hat man auf jeden Fall auch, also ich weiß nicht, ob man Kekse dabei hat, aber ich habe Kekse auf jeden Fall dabei. Aber man hat hier auch, kann man sich Kaffee und Tee machen, also das ist wirklich, wirklich richtig schön, mit ganz viel Liebe gemacht. Und die Sachen sind auch so unfassbar ästhetisch. Also ich lieb's hier. Ich find's toll. Und die Isabelle ist auch eine ganz, ganz liebe. Und ich bin echt richtig froh, dass ich sie kennengelernt habe. Ich habe auch nicht so viel Zeit mitgebracht. Deswegen muss ich mich jetzt mal schminken. Ich habe mein Make-up gar nicht mitgenommen. Egal. Ah, ich habe mein Make-up mitgenommen. Was babbel ich denn? Wenn die Priscilla zur Arbeit kommt, dann macht sie es richtig. Trees are in green, the ocean is gray, sky is a vague blue, come away. My room is a mess, it could use a hand. My favorite TV shows to capture in. I know I must get it right, must get back in the fight. This can't be a surprise, I think I'll let it slide. Ich bin jetzt fertig mit dem Shooting. Es lief richtig gut. Alles, was ich machen wollte, habe ich hingekriegt und den Zusatz, den ich mir vorgenommen habe, nicht, aber ist nicht so schlimm. Ich komme gerade aus dem Nagelstudio zurück. Meine Nägel sind echt schön geworden, meine Fußnägel. Eigentlich auch. Und jetzt muss ich aus dieser unfassbaren Parklücke wieder auspacken. Vorhin hat mir ein richtig, richtig lieber Mann geholfen, hier einzuparken. Er hat
weil ich war mir, die ist wirklich, wirklich klein und das Auto ist lang. Meine Parksensoren haben so krass gepiept, dass ich dachte, ich komme hier nicht rein. Aber dann hat er mir geholfen und ich kam tatsächlich rein. Ja, der war so lieb, der hat mir echt meinen Vormittag versüßt. Jetzt muss ich ihn natürlich wieder ausparken. Das wird schon irgendwie. Dann fahre ich jetzt zu mir. Also zu meiner alten Wohnung. Und meinen Mietwagen habe ich jetzt noch einen Tag länger bekommen. Also, was heißt bekommen? Durfte ich noch einen Tag länger benutzen, sage ich mal. Mieten. Und der gefällt mir echt gut. Also, so wahr Gott will, kann ich mir das Auto in Zukunft auch leisten. Man wird ja wohl noch träumen dürfen, nicht? Ich wünsche mir Glück, aus dieser Parklücke hier rauszukommen. Was ich noch sagen wollte, ist, dass es jetzt richtig gut getan hat. Auch wenn das sehr lange gedauert hat. Aber es hat gut getan, nochmal so Me-Time zu haben. Das ist dein Reminder, dir irgendwas für dich zu gönnen. Egal wie klein oder groß. Hauptsache, es tut dir gut und es macht dir eine Freude. Let's go! Ich bin jetzt in der Wohnung angekommen und muss noch das restliche Chaos hier beseitigen. Ich habe jetzt schon mal versucht, bei mir in der Waschmaschine das Wasser rauszulassen. Unten ist ja so ein Fach. Wenn man die Waschmaschine allgemein alle paar Monate mal wirklich richtig sauber macht, dann soll man das ja auch rauslassen. Auf jeden Fall muss ich das noch machen, muss jetzt aber noch auf Maxine warten, weil ich habe fast alle Lappen und Handtücher einfach schon eingepackt und mitgenommen. Das ist ja wirklich eine Alles-Raus-Aktion. Jetzt, ja, warte ich mit dem Part einfach noch, bis Maxine da ist. Und ich bin gerade dabei, noch Kartons zu packen und die Ordnung zu schaffen, weil hier sieht es aus wie bei Hempels unterm Sofa. To say the least. Ich zeig's euch mal. Auch wenn das jetzt wirklich nicht schön aussieht. Da sind noch Amazon-Pakete. Eins davon muss ich noch zurückschicken und der Rest muss weggeschmissen werden. Dann habe ich noch Wäsche gewaschen vor letzte Woche, glaube ich. Die ist auch schon trocken, aber ich war seitdem nicht mehr hier. Also ist das auf jeden Fall noch einiges, was ich hier wegräumen muss, aber kein schweres Zeug zum Glück. Hier ist noch der Schrank. Den lasse ich wahrscheinlich auch hier drin und werde den verkaufen und werde hier auch nochmal durchwischen. Ich habe jetzt echt nicht damit gerechnet, dass es noch so viel ist. Deswegen will ich das heute alles abschließen, damit ich dann, wie sagt man, mit freiem Kopf nach Australien fliegen kann. Also ich hätte auf jeden Fall jemand, der, wenn ich nicht da bin, das noch für mich machen würde. Aber ich will das auch niemandem zumuten, das dann hier zu organisieren und rauszuschaffen noch und das mit meinem Vermieter und so zu klären. Deswegen mache ich das jetzt noch alles, so wie sie es gehört, nicht? Und ich bin immer noch nicht richtig gesund. Es zieht sich und zieht sich und zieht sich. Aber ja. Und ich hatte noch eine Bestellung gemacht, aber davon behalte ich leider kaum was. Die packe ich jetzt auch noch zusammen. Und dann müsste Maxine auch schon da sein. Ich schaue währenddessen YouTube-Videos. Gerade von Lauren Geraldo. Ich weiß nicht, ob ihr sie kennt, aber ich finde die toll. Hier ist die Küchenbürste.